Moin, hier ist Dr. Duma wieder. Ich bin gerade fertig mit dem Autowaschen. Da glänzt der weiße Hirsch wieder. Schaut mal. So, und ich habe bei mir in der Nähe eine neue Ladesäule entdeckt. Das heißt, in Bremen-Nord gibt es jetzt einen Schnelllader. Und den habe ich mal ausprobiert. Ja, lasst euch überraschen, was dabei rausgekommen ist. Fällt ja komplett ab. Oha. So, und wo muss ich? Oha, jetzt fährt er richtig hoch. Ja, wir können jetzt also mit 150 kW, 50 kW oder AC 22 kW hier laden. Und das Ganze ist in der Hohlen Straße. Das ist die Firma Comfort Charge. Das gehört zur Telekom. Ja, und das finde ich natürlich gut. Jetzt habe ich hier einen Power-Schnelllader. Muss nicht nach Brinkum fahren. So, und dann geht's los hier. 28%, Akku war warm. Gestartet. So, aber ich musste halt feststellen, dass die Ladeleistung doch schon ganz schön runterging. Ich weiß nicht, woran das lag. Also ich hätte erwartet, dass es doch ein bisschen mehr Power noch, ich sag mal, mindestens mit 100 kW wollte ich starten. Bei 30% würde ich das durchaus erwarten. Ja, der Parkplatz ist da ganz hübsch angelegt. Zwei Parkplätze sind da. So, und dann sehen wir hier nochmal den Vergleich. Das heißt, wir haben insgesamt 43 Minuten geladen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schneller als so mit normalen 50 kW Lader. So, ich habe mal die ganzen Ladedaten mit aufgenommen und hier seht ihr jetzt praktisch die Ladekurve. Das heißt, die Zeitdauer waren 43 Minuten von 28% bis 90%. Die meiste Ladung hatte ich halt an diesen 150 kW Lader bei 29%. Da ging er auf 87 runter und dann ging es aber relativ schnell bis 33% schon wieder nur noch auf 70 kW. Dann erfolgt ein bisschen eine flachere Reduzierung bis ca. 41%. Ja, der konstanteste Ladestrom war quasi zwischen 41% und 56%. Also da hat man so gut wie kaum eine Ladeleistung hier verloren. Da lag sie also bei zwischen 54 bis 50 kW. So, und ab 56% ging es dann in weiteren Schritten nach unten. Und dann ist wieder der nächste Schritt gewesen, so bei 77%.
Dann folgt doch eine stärkere Reduzierung und bei 88% geht dann nur noch 20 kW. Das heißt, die letzten wirklich, dann geht es halt los in Richtung 100% und das dauert dann natürlich auch länger. Deswegen lade ich maximal immer bis 90%. Ja, interessant ist halt, wenn man das jetzt vergleicht mit einem normalen DC 50 kW Ladesäule, da hatte ich als Maximum 47 kW, das aber fast bis 80%. Und erst nach 80% ging das runter. Ja, ist komisch, dass diese Ladesäule halt hier ein bisschen anders agiert, beziehungsweise das Auto dann irgendwie wohl anders regelt und doch viel stärker den Ladestrom hier reduziert. Das heißt, das geht ja kontinuierlich bergab quasi. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich mit über 100 kW gerechnet zu Beginn. Ja, findet ihr das Ganze nicht auch ein bisschen merkwürdig? Hat mein Auto vielleicht eine Macke? Wer weiß, oder die Ladesäule? Schreibt mal eure Kommentare unten rein, was ihr so für eure Erfahrungen gemacht habt. Also, bis zum nächsten Mal.